Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von ZZ Command World War One gegen Darok. So, ich hoffe, ich habe das richtige Video angeklemmt. Wir haben jetzt auch die Rückrunde gestartet. So, wir schauen mal rein, aber ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt doch im richtigen Video sind. Da, wo Deutschland quasi verliert. Gut, das wird die andere Seite auch dann tun, hoffentlich. So, aber ja, wir sind im richtigen. So, wir kriegen eins richtig auf die Mütze. Das war... Brüssel wollte ich nicht so einfach aufgeben. Aber das war's mit Brüssel. So. Ja, ist mir klar, die kriegen jetzt eins. Ja. 3:1 und zieht sich zurück. Ja, aber kann sich nicht mehr verschanzen, das ist schon mal gut. Ja, kriegt er die zweite Artillerie. Und nämlich sowieso, dass er nicht mehr Artillerien hat. Ich muss mal ein bisschen seine Videos gucken. Habe ich ihn so unter Druck gesetzt, dass er kaum welche hat. Aber er hat auch schon Stufe 2, also von der Seite wird wahrscheinlich Tool jetzt auch bald fallen. Ja, das Spiel ist jetzt durch. Wir haben letztes Mal auch vergessen, die Statistiken zu gucken. Aus dem Grund schauen wir mal rein, was es dann auch so ist. Ich glaube, ich vermute auch mal, viele Leute werden das wahrscheinlich nicht mehr sich angucken. 7? Ach so, stimmt. Der Hafen ist blockiert auf 0. Ja, dann. So, das ist auch gefallen. Boah, da kommen mal Truppen auf uns zu. Ob wir heute an Krakau rankommen? Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, ich hoffe, wir kriegen ein paar neue Truppen, die ich in Allenstein hinsetzen kann. Ansonsten muss ich mich dort großflächig zurückziehen. Ja, da habe ich mir fast gedacht. Da wird er wahrscheinlich... nicht reinkommen. Oder? Obwohl, na, zerschlagen. Nee. Dann habe ich wenigstens das... Ja, kommt sie sich zurück. Oh, kriegt wenigstens so einen auf die auf die Murmel. Ja, da werden jetzt Truppen verlegt. Er hat mir erzählt, er wollte über Wien quasi gehen. Aber man darf nicht Einheiten quasi... Also Länder, die quasi sich ergeben haben, gleich im nächsten Zug wieder angreifen. Ja, ich habe auch eigentlich gedacht, Ungarn und so, das ist jetzt Thema durch, aber hat sich ja auch als falsch erwiesen. Na, da kommen jetzt die ersten... Ach, nicht das erste. So, aber wir können mal gucken, ob Cuxhaven... Mal gucken, ich hoffe mal schönes Wetter. Da können meine U-Boote ein bisschen rausfahren. Und ich habe mir auch schon was überlegt, was ich in der Rückrunde mache. So, Einheiten zerstört, sächsische Korps, geht ja noch. Ja, das geht jetzt nicht mehr so. Deutsche Moral fällt unter 25%. Also das heißt, das Spiel ist bald durch. 25% ist echt mies. Besonders wenn man die anderen Sachen anguckt. Ja, ich möchte gerne... Ah, okay, super. Ich krieg ein paar Einheiten. Es ist Winter und das ist doppelt gut.
Das ist doof. Gut, okay. Alles klar, du gehst schon mal dorthin und kannst dich hier einfach mal verschanzen. Dann gehst du hier nach Lüttich und kannst ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Gut, wunderbar. Dann. Gehst du auch wieder? Und eine neue Einheit. Die Abteilung kann da nicht, kann nur dorthin. Natürlich doof. Kannst du nach Nancy? Super, und da kann keiner hin. Du könntest dich durchtauschen und du kannst dich dann reparieren. Ja, komm, das machen wir jetzt mal und du tauscht. Geht das nicht? Flieger können nicht durchtauschen. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht, dass sie es nicht können. Ah, gehst du halt nach da und du hast dich hier verschanzen. Du hast noch eine komplette volle Kontrollzone. Das heißt, das sollte eigentlich passen. So. Da muss nur eine Einheit hin, aber müssen wir mal gucken, ob wir was verlegen können und dann einfach mal schauen, ob wir da dann. So, es ist Winter. Da haben die wohl richtig Glück gehabt, würde ich mal sagen. Dass die jetzt Winter haben. Dass wir Winter haben und. So. So, du hast geschossen. Du hast auch geschossen. Jetzt nach dort gehen und du kannst. Du müsstest eigentlich da reinkommen. Aber du hast nur. So, du hast dich hier verschanzen. Winter solltest du das eigentlich halten können. So, was ist mit dir? Ich kriege da wahrscheinlich nicht raus. Den Katowice kriege ich dich wahrscheinlich auch nicht weg. Ich will hier eine kleine Frontbegradigung machen. 1:1, was natürlich. Viel passiert hier nicht. 1:2. Ja, besonders mit 25% Moral. Da passiert nicht mehr viel. Gut. Müssen wir mal schauen. Neue Einheiten. Also eine Abteilung. Hätte ich gerne lieber dahin gehabt, aber so, du kommst dann schon mal. Nach Frankfurt. Du kommst hier in den Wald. Du kommst. Ja, hier warten wir noch ein bisschen, weil wir machen eben auch die Ebene hier.
So, du gehst dorthin. Kannst dich verschanzen. Und du gehst nach. So, du kannst hier hingehen. Und dich verschanzen. Das sollte eigentlich halten. Wir müssen gucken, dass dann irgendeine Einheit hier sollte nicht zu weit raus laufen. Versorgungstechnisch sieht das hier eigentlich ganz gut aus. Schade, ihn hätte ich gerne noch weg, aber mit Versorgung 0, da wird dann quasi jetzt irgendwann nicht mehr viel Schaden machen. So, du. Neue Einheiten. Ja, da kann ich leider nichts hinsetzen. Und die Abteilung brauche ich wahrscheinlich hier oben. So, du ziehst dich hier zurück und wirst dich hier verschanzen. Hier ein bisschen die Sachen. Jetzt müssen wir hier in Allenstein mal ein bisschen die Lücken füllen. So, das ist Wald. Ich das sehe. Hier ist Sumpf und hier ist Wald. Wald ist gut, Sumpf ist schlecht. Hier ist eine kleine Befestigung, da ist Sumpf. Befestigung sollte halten. Er könnte sich hier natürlich du, mein Lieber, du ziehst ihn in Allenstein und du bekommst dann ein, zwei Einheiten, die dich hier auch beschützen. So. Da kann ich niemanden hinsetzen, das ist schlecht. Du gehst dorthin, du wirst geheilt. Du ziehst dich hier mal ein Stückchen zurück, kannst dich hier verschanzen in Warschau. So. Nein, da kriege ich keine neuen Einheiten, kann ich da nicht hinsetzen, deswegen bis dahin und rutsch mal hier runter. So. Ein 1 zu 1. Das ist schon fast peinlich. So, du gehst dorthin. So, du kannst dich verlegen. Verlegen dich auch mal nach oben, weil jetzt versuche ich mal hier mit Miss Wilhelmshaven. Dann später mal gucken, ob ich da mit den Schiffen was ein bisschen tun kann. Ja. Reparieren, reparieren, reparieren. Er wird versuchen, hier mit seinen Leuten durchzu, aber da kann ich auch nicht viel gegen tun. Er versucht dann hier, ja.
Aber du gehst nach dort. Du machst hier rein. Dann könnt ihr hier ein bisschen, ja, ausharren, würde ich mal sagen. Wird es langsam dünn. So, ja, ärgert mich. Naja, gut, es ist Winter. So, der ist auf 10. Ihn muss ich nochmal verstärken, damit deine Leute noch ein bisschen... Du bleibst hier in Grogau schön stehen. Er kann nichts gegen dich tun. Er wird dann auch quasi nächste Runde drauf gehen und dann wird hier der Vorstoß wahrscheinlich kommen. So, kann ich nicht mehr anders verschanzen. Bleibst dort. Ja. Mehr gibt es nicht. So, wir schauen mal. Was denkst du, wo könnten die sein? Ich vermute mal. Da. Nein, da ist natürlich niemand. Alle im Hafen. Ja. Ist ein Upgrade und das war's auch schon mit Geld. Ja, viel bleibt nicht mehr. Geht auch relativ schnell jetzt. Wir wollten mal schauen in die Berichte. Also, Diagramme. MPP ist also, der Brite hat ganze, fast 600, fast so viel wie ich. Forschung und Diplomatie, hat hier halt quasi massiv in Diplomatie investiert. Er forscht noch fleißig, das heißt immer, steht immer ganz gut dafür, dass er, dass ihm gut geht quasi. So, der Franzose hat auch fast so viel wie ich. Hat auch quasi da ganz viel in die Diplomatie reingesteckt. Das ist die Diplomatie hier für Niederlande. Die zahlen ja uns jetzt auch kein Geld mehr. Wir sind da bei 17% noch in, sogar in die Gegenrichtung schon. Das heißt, sind die Zahlungen für Lebensmittel und sowas sind da aufgebraucht. Und wenn es weiter so geht, wird dann wahrscheinlich die wahrscheinlich überlaufen und dann ist das Spiel sowieso durch. Viel gegen tun kann ich nicht. Ich könnte dagegen Diplomatie machen. Wenn wir hier mal gucken, die dann 17% schon in die Gegenseite. Die waren ja vorher auf unserer. So, entwerfen eine Version von 5. Na, jetzt müsste ich sie irgendwann mal wieder rausholen. Ihn kriege ich nicht mehr hier raus. Das heißt, die werden jetzt runterbelagert und vorher muss ich mal schauen, ob ich die dann mit dem U-Boot hier aufklären kann und dann einfach nach draußen fahre. Aber da werden wir noch ein bisschen schauen. Solange Antwerpen noch meins ist, habe ich da noch einen kleinen Brückenkopf, also entbindet das ein paar Truppen. Ja, als wenn er nicht davon schon genug hätte. So, aber kommen wir weiter in die Berichte. Diagramme. So, wir haben Russland. Das war nicht Russland, da ist Russland. So, MPP, jetzt haben sie fast 1000. Also schon deutlich mehr als ich. Investieren auch gut in Einheiten und
hatten halt auch, wie gesagt, auch ganz viel in Niederland investiert und forschen auch fleißig weiter. Ansonsten, ja, steht halt nicht viel an. So, schauen wir bei uns mal kurz rein. Wir haben MPPs, wir haben 600, also wir haben so viel wie die Briten. Das heißt, wenn man so sieht, viel weniger als die Russen und ein bisschen mehr als die Franzosen. So, meine nationale Moral ist im Keller. Dabei, wenn man die anderen anguckt, bis wie gesagt, die Franzosen gingen halt relativ gut runter, aber hielten sich dann bei 60%. Der Russe ist jetzt bei über 100. Also dem geht's deutlich gut. Obwohl, ich vermisse eigentlich hier den Knick vom Warschau. Wir haben Warschau erobert, aber, ach Quatsch, da war wahrscheinlich der Warschau-Knick, der Serbien-Tausche. Aber sind das auch bei 71%, aber nichts gegen halt die 24%, die Deutschland hat. Das ist halt dann, hier war Österreich und hier war das Osmanische Reich und dann mit 24% kann man halt auch nicht mehr viel machen. So. Gucken wir nochmal MPPs an von Deutschland. So, Diplomatie. Wie gesagt, wir forschen seit länger nicht mehr. Und unsere Ausgaben sind jedes Mal höher als unsere Einnahmen. Das heißt, das ist auch ein gutes Zeichen. Was war eigentlich hier passiert? Ich überlege gerade. War ein super richtig einen drauf bekommen. Ich überlege gerade wann. Müsste ich mal in den Videos nachschauen. So. Ja. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das einfach mal nochmal an. Wir gucken nochmal kurz in die Forschung rein. Meine Infanteriewaffen 2 sind fertig. Das heißt, die Einheiten, die nicht an der Front stehen, mal gucken, ob die nächste Runde kommen. Die könnte ich dann Infanteriewaffen 2 geben. Das wird mir zwar jetzt auch nicht mehr das Spiel retten, aber immerhin hat man mal eine Sache. Wir schauen einfach mal hier in den Gebirgsjägerkurs rein. Er hat noch 1. Das heißt, er hat noch nichts. Er hat, meine ich, der hat ja schon. Ah, doch, das sind schon 2, oder? Ja, Infanteriewaffen 2. Genau. Er hat da schon über immer 2 Zweierkorps über dazwischen. Ja, der hätte auch 2. Also ein paar Einser. Ja, der tauscht jetzt wahrscheinlich aus und dann wird es hier nochmal richtig was auf die Ommel geben. So, du kannst nur einen Punkt verbessern. Und dann, Bootentwicklung kommt nicht mehr an, würde ich sagen, beenden wir einfach den Zug, kurz und schmerzhaft. So, du hast Nachschubmangel. Du auch. Norwegen protestieren gegen die Angriffe, ja. So, Deutsche streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Wenn ihr nichts Besseres zu tun hättet. Wir werden blockiert von allen Seiten. U-Boot-Entwicklung gibt nochmal einen Sprung auf 87%. Das ist natürlich schön. Ja, Dänemark kriegen wir noch 10 Punkte. Schweden gibt nichts wegen Winter. Und wir geben für Steigerung der Moral was aus. Kriegen nichts mehr von Norwegen. Und kriegen auch nichts mehr von Holland. Das ist halt das Riesenproblem. Das war nochmal 125 jede Runde. Das war natürlich nochmal ein großer Klotz. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zugucken. Wie gesagt, wenn die Rückrunde startet, schaut auch mal rein. Bin mal gespannt, wie es läuft. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.